I give the promise to people in Ukraine. We stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. No matter, das gucken wir uns nochmal als Zitat übersetzt an, weil diese Aussage jetzt für so viel Wirbel sorgt. Wenn ich den Menschen in der Ukraine mein Versprechen gebe, ihnen so lange beizustehen, solange sie uns brauchen, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Es gibt viel Kritik, vor allen Dingen von der AfD, von der Linken, aber auch aus der CDU, von Außenexperte Norbert Röttgen kommt scharfe Kritik. Er schreibt bei Twitter das. Liebe Frau Baerbock, das ist unnötiger Scheinheroismus. Die Mehrheit der Deutschen, die sei dazu bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen und so weiter. Und dann schreibt Röttgen, es gehe darum, in der Politik die anderen mit guten Argumenten zu überzeugen und nicht mit solch einem Bastard. Darf eine Ministerin das sagen, dass ihr in diesem Fall zumindest der Wählerwille egal sein? Ist das jetzt ein Skandal? Ist das sogar, wie das bei Twitter insinuiert wird, Hochverrat? Heißt es eben nicht noch, dass die Politik sich nicht darin erschöpfen solle, dem Wähler nach dem Mund zu reden, ne? Vor allem dem eigenen Wähler, dass alle Politiker über die eigene Parteibasis hinausdenken sollten? Also die Aufregung, interessanterweise, macht sich an einem leicht veränderten Zitat ja auch fest. Also diejenigen, die das dann als besonders skandalwürdig ja in Umlauf bringen, sagen, tut immer so, als ob Frau Baerbock gesagt habe, ihr seien die deutschen Wähler egal. Nee, sie hat das gesagt, ihr seien ihre Wähler egal. Sie spricht immer ausdrücklich, also ja, ausdrücklich von meine Wähler. So, und das finde ich auch erstmal natürlich so skandalös, wenn ein grüner Politiker sagt, dass eben die Grünen nicht an erster Stelle steht, oder? Das ist jetzt mit viel Ironie und trotzdem deutet diese Aussage ja auf ein Problem hin, das gerade auch die Bundesregierung hat und wahrscheinlich zunehmend haben wird, Richtung Herbst, Richtung Winter, dass nämlich der Druck zunimmt, dass wir alle unsere Gas- und Stromrechnung bezahlen müssen, die ja maximal teuer geworden sind, und gleichzeitig wird die Regierung eben weiter das erklären müssen, warum man gleichzeitig eben unbedingt Solidarität üben möchte mit der Ukraine. Aber würde ich sagen, also da würde ich doch meinen Zorn erstmal Richtung Moskau richten und nicht auf an die grüne Bundeskanzlerin. Denn was ist jetzt ehrlich gesagt die Forderung? Dass wir unseren Separatfrieden mit Moskau schließen? Es sind ja interessanterweise auch eben deswegen Leute vor allem empört, jetzt bei der entweder der AfD oder der Linkspartei, die ja eben finden, dass wir uns da raushalten sollten und alle am besten wieder dort zum alten Neustart aufmachen. In der Eidlaut, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben. I give the promise to people in Ukraine. We stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. Oh my God, this is Surfenberg by the Trashman. This is my favorite song of all time. Egal, was meine deutschen Wähler denken.